Laura Maria Ripa und Pietro Lombardi schweben im absoluten Liebesglück. Sie erwarten ein Baby. Erst vor wenigen Monaten macht das einstige Liebespaar bekannt, sie wollen ihrer Liebe erneut eine Chance geben und sind wieder zusammen. Für die Fans nichts Neues, denn auch schon vorher zeichnen sich deutliche Indizien für ein Comeback ab. Nun setzen die Netstars dem Ganzen aber einen drauf und verkünden den gemeinsamen Nachwuchs. Baby Lombardi is loading. Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen. Aber die Baby-News kommen für einige nicht überraschend. Aufmerksame Fans entdecken nämlich in der Story der Influencerin ein Körperöl, das für Schwangere gedacht ist. Und wollen hier und da ein Babybäuchlein entdecken. Dennoch ist die Freude riesengroß und die Communities überschütten den DSDS-Star und seine Freundin mit Liebe. Auch Jonas Steinig, der Ex der 26-Jährigen, freut sich mit ihr. In seiner Story antwortet der ehemalige Bachelorette-Kandidat auf die Baby-News. Ich wusste es schon, ich wünsche den beiden nur das Beste und viel Glück dabei. Auch wenn er selbst vor nicht allzu langer Zeit mit Laura anbandelt, scheint das nun alles aus der Welt zu sein. Wenn ein Baby im Spiel ist, sollte man erst recht viele Dinge einfach hinter sich lassen. So langsam gewöhnen sich Pietro und Laura auch immer mehr an die Vorstellung von einem Leben zu dritt und fangen an, auch mehr Baby-Content zu teilen. Der Sänger, der bereits ein Kind mit seiner Ex Sarah Engels hat, zeigt zum Beispiel den Bauch der Schwangeren und schreibt liebevoll: Ich werde euch immer beschützen. Außerdem gehen die beiden schon einkaufen für das Baby. Da die Bombe endlich geplatzt ist, ist das kein Problem mehr. Endlich müssen wir uns nicht mehr verstecken und können ohne Bedenken Sachen einkaufen gehen. Auch übt Laura schon mal das Schieben von einem Kinderwagen. Ganz ohne Komplikationen läuft die Schwangerschaft bislang allerdings nicht ab. Die Beauty muss sich nämlich mehrmals am Tag übergeben. Im Netz berichtet sie ihren Followern: Pietro und ich waren jetzt gerade beim Frauenarzt zur Untersuchung und das Erste, was ich machen konnte, ist in eine Rewe-Tüte zu kotzen. Der 30-Jährige steuert bei und betont, das passiert offenbar seit über 3 Monaten 5-mal am Tag. Dennoch verliert Laura ihr Lächeln nicht und strahlt nach wie vor in die Kamera. Mit so einer positiven Energie und der ganzen Vorfreude steht den beiden sicherlich eine tolle Schwangerschaft bevor.